Du weißt schon, wenn du mich tötest, kriegst du dann auch positives Karma, ne? Das denn? Negativ Karma. Achso, weil, also wenn ich negativ bin und dich negativ töte, kriege ich dafür wieder Gutes. Es kommt drauf an, was der andere hat. Derjenige, den du tötest, positiv Karma hat, kriegst du negativ Karma, wenn der. Aber man hörst du nicht zu? Dann knipse ich dir deine 20 Finger ab. So? Was soll ich damit tun, was du genau machst? Das hat er gerade gesagt. Nein, er hat gesagt, wenn er negativ Karma hat, das war scheißegal. Wenn er negativ Karma hat und ich negativ Karma hab. Da seid ihr alles schwarze Menschen. Richtig, aber ist egal, er könnte auch positiv Karma haben und so negativ, er würde positiv kriegen. Ja, aber jetzt rein logisch gesehen. Ja, wenn der eine Gangster den anderen Gangster umlegt, macht das den anderen einen Gangster nicht besser. Das ist richtig. So, ne? Wenn Robin Hood so nach dem Motto den Bösen umbringt, ist das was anderes. Kann man die eigentlich auch irgendwie die Blinker betätigen? Nein. Hier nicht. Aber finde ich sehr geil später. Theoretisch müssen wir die Sachen dafür doch haben, oder? Ja, man muss ja dann wahrscheinlich hier umschreiben auf die Sachen alles hier. Meinst du, ich erkläre denen das? Stimmt, bei den Blinkern war das Problem, dass Rage für jedes Auto das einzeln machen musste. Ja, also mit den Blaulichtern und so. War doch tierisch abgefuckt, deswegen erinnere ich mich daran auch so gut. Aber es war halt irgendwie cool, dass man blinken konnte. Als es dann funktioniert hat beim Geländewagen, war es, glaube ich. Beim Geländewagen hat es komplett funktioniert. Beim SUV nachher auch. Beim Hunter. Hat's. Und sonst bisher hat es noch nirgendwo funktioniert. Doch beim Hammond nachher noch. 400. Ach, da ist es ja wieder. Strohballenfeld. Wieso Arma 3? Ich hab doch eigentlich schon altes live eingegeben. Man steht immer noch bei mir in Minecraft Attack of the B-Team. Echt? Sollen wir das nicht mal von Abend auf Morning Stream ändern? Schreib doch einfach Late Night Stream hin. Boah, Mann, erschreck mich doch nicht so! Puh, ich krieg hier noch einen Herzinfarkt, ich bin ein alter Mann! Jetzt übertreib nicht. Wer kommt denn da angeguckt? Ein blaues, hässliches Auto. Okay, ich weiß Bescheid. Hat das aber fast schon mehr lila, ne? Sieht das von ihr so lila aus? Ich heb mich halt von den Ökos ab. Oh, jetzt macht der Motor wieder an. Der ist so ein Bulli. Er mich so ein bisschen an Hero Turtles Fahrzeuge. Fehlen nur noch die Panzer oben drauf. Die hatten doch so einen. Warum hatten die so Einschusslöcher? Weil ich gefährlich lebe. Der hat so Schramm auf dem Dach. Darfst du dir mein anderes Auto nicht angucken?
Und ganz ehrlich, der Gatz. Der ist sowas von im Arsch. Also rein optisch. Boah, da war ein geiler Sound. Geil, ne? Das Ding fährt auch gut. Yeah, ich bin wieder 595 Euro reicher. Bis später. Muss man gleich erstmal die Brennerlizenz kaufen, ne? Ich weiß, was ich vergessen habe. Ein Nachtsichtgerät. Wo kriege ich das? Auch bei dem Ausstatter hier? Ich glaube, das haben die rausgenommen. Ich habe es gefunden. Das wird eine harte Abgewöhnung für viele Menschen. Ich frag Kümmel morgen mal. Kann mir gut vorstellen, dass der das rausgenommen hat. Nicht, aber auch gut. Also zumindest so aus den normalen Läden. Ja, klar. Also, ich denke mal, so Rebellen und Polizisten, die kriegen auch ihre Nachtsichtgeräte. Oder wenn du hier beim Hero Shop Gott, da. was ist das denn für ein Geräusch? Da kommt ein Heli. Super. Yeah, da fliegt er. Zzz. Schrapp, schrapp, hup. So schön. Tuck mit Bacon Geschmack. Weißt du, was kommt mir als erster Keks entgegen? So ein Viertel abgebrochenes Stück. Wo ist der Rest von dem Keks? Aufgegessen, tut mir leid. Ach du Scheiße, das schmeckt echt nach Bacon, ne? Im Ernst? Boah. Boah, jetzt ein Bacon Burger. Bei uns haben wir so einen richtig geilen, so eine Grillstube. Die stellen ultra große Burger her und da gibt es auch so einen Bacon-Grill. Hast du nicht gesehen? Auch noch scheiße lecker. Paar wieder am Pappen. Ach übrigens, ich würde mal dein Donation-Gedöns da ein bisschen nach unten so an den Rand schieben. Das ist voll im Bild. Nee, ich bin nicht am Fippen, ich bin CSGO. Sag ja am Fippen. Hat mir Besser? eigentlich mal eine WhatsApp geschrieben? Geschrieben. Das passt jetzt gerade zum Lied.
kommt er schon wieder. Eli? Oh yeah, Youth of the Nation. Oh, da kommt unsere Richtung. Eine Orca. Boah, wieder steil runter. Liegt besser als ich. Nicht. Was meinst du, warum ich im Battlefield keine Helikopter oder so benutze? Nö, in Arma kann ich nicht gut fliegen. Mein Trauma ist gewesen, ich schnapp mir so einen scheiß Heli und schreie den echt so übers Feld, dass mir der Rotor vorausgeht und ich einen Kill nach dem anderen abkassiere. Also heute werde ich auf jeden Fall noch irgendwo mal 110 oder 112 anrufen müssen. Warum? Bei den Geräuschen, weißt du, erst totale Stille und im nächsten Moment hast du einfach mal so BOM! BOM BOM BOM! Wo das denn? Hast du gerade nicht mitbekommen? Nö. Ihr meinst am Server jetzt oder wie? Ja, hier am TS. Also bei dir zu Hause dann, oder? Jetzt im TS selber irgendjemand. Im Teamspeak, beziehungsweise auf deinen Teamspeak 3 Server. Okay. Keine Ahnung, kann Pardus gewesen sein, kann Kilby gewesen sein. Kann auch ich gewesen sein. Ich hab mich gerade umgesetzt. Dann war es auch sein. der hat sein super tolles Mikro, was am Laptop ist, und sein Laptop steht neben ihm. Laptop? Aha. Spielst du bei Laptop? Ja. Aha. Ob meine Freundin es denn auch zocken kann? Was hast du für eine Grafikkarte drin? Ich habe keinen Plan. Er hat einen 0815 Laptop, mit dem er zockt. Der ist von Dell. Frag mal den Kiffer, was er vorher hatte. Er konnte Arma nicht in Farbe und Ruckeln spielen. Cool. Meinst wohl ohne Ruckeln. In Ruckeln konnte ich das sehr gut spielen. Ja. Oh, ich glaube, ich ein Mittlerweile hat er einen neuen Rechner. Ja. Ich bin echt im Überlegen, meine Freundin das nämlich auch zu holen. Die hat von der Ausstattung her einen besseren Laptop, wie ich hier einen Standrechner habe. Aber wenn bei der schon Minecraft ruckelt, dann weiß ich nicht, ob Arma 3 darauf läuft. Das läuft. Bei mir lief es auch an sich. Nur nicht gerade geil. Arma 3 ist halt sehr prozessorlastig. Du kriegst halt ziemlich viel von einem Kern. Ja, wie gesagt. Ja, bitte. Ist einer von euch in der Nähe von dieser Kälterei? Nope. Ja, ich stehe besser gesagt an der Kälterei. Ich warte gerade darauf, dass der Robert fertig ist. Was? Warum willst du mir hinterherfahren? Ja, Kacke, wo bist du denn? Gerade mal mein Auto voll. Ach, du bist noch gar nicht fertig? Nö. Gut. Dann mach ich meinen Motor nochmal aus. Zwischen Diamanthändler und Kälterei. Dann kann ich ja hier nochmal so ein bisschen. So, genau, meine Shisha genießen. Bei okay. 1, 3, 3, 8, 2, 6. Das ist ganz gut. Oh yeah, Wolfswift. Mach am besten irgendwie Licht an, damit ich dich gut sehe. Ja, ich stehe am Straßenrand. Will Smith? Wo? Musik. Der Musik im Hintergrund laufen. Ach so. Day night. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight, only warmer. Heute
Mich gut aussehen, mich schick ansetzen, Hut auf. Im Ernst? Wo ist die Zange? Ah, das lust du gerade, kann das? Ich hab schon verloren. Oh nein, Akito ist weg. Nein. Ey, von diesem Lied hatte ich letztens auf der Arbeit total einen Ohrwurm. Welchen? Ding von Seed. Ich hab das die ganze Zeit gesummt und mein Arbeitskollegen, was summst du da? Ja, das und das. Oh, okay. Marvin, ich bin jetzt unterwegs. Okay. War jetzt beim Presse los. Das hat meine Ehe rettet. Boah, ist das dunkel. Was geht denn jetzt ab? Wo bist denn du? Abseits von deinem Scheinwerferlicht. Rechts oder links? Rechts, da. Ja, hallo. Das ist ja Wahnsinn. Alter, gegen Baum. Ja, mach Hauptsache das Licht ist an. Ja, ist jetzt im Licht drin. Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ey, das ist nur 3 Meter. Boah! Was leckt das denn? Das Licht, das Ende des Tunnels. Du hast mir geschrieben. Ja, willst du den mal probieren? Und? Nichts Besonderes? Nein. Na super. Ich höre dich. Haben gerade überlegt, ob bei dir vielleicht Arma 3 auch läuft. Könnte sogar funktionieren. Was war das denn jetzt? Das funktioniert. Du hast eine Nachricht von Nico. Ich habe echt eine Nachricht von Nico bekommen. Ja, wie kann man jetzt die Nachricht lesen? Ja, das ist eine gute Frage. Oben in der rechts in der Ecke müsst ihr eigentlich auftauchen. Na doch, aber sowas von. Ah, wie legt man Sachen auf den Boden hier nicht? Einfach rausschmeißen? Inventar auf und rauswerfen? Ah, Kacke. Ne? Hast du es lesen können? Ja. Passt alles. Nicht, passt alles gut, nicht so ängstlich sein. Kappa. Nein, psst, alles gut, nicht so ängstlich sein, Kappa. Ach so, stimmt, psst, steht da, nicht passt. Wer hat denn jetzt was getrunken? Oh, ich stehe neben meinem Auto. Selbst das habe ich nicht wahrgenommen, ey. Ah ja. Boah, ich brauche unbedingt Nachtsicht. Ich habe noch welche. Welche Skills-Stufe hast du schon? 3, kurz vor 4. Okay. Bin auch schon fast bei 3. Dann brauchst du eine Schere. Echt? Jo. Aber dann kannst du auch 3 bis 4 abpflanzen. Pflücken, so. Aber ich kann auch so normal pflücken, oder? Nein. Was ist das denn? Dann brauchst du die. Dann gehe ich Erdnüsse sammeln. Du bist du ja verlernst dadurch, dass du besser wirst, mit den Händen zu pflücken und brauchst unbedingt ein Werkzeug. Genau. Gott, Evolutionsstufe. Ja. Oh. Oh ja, dickes B. Das war bei allen Rohstoffen so. Dickes B, oh Mama Berlin. Die ersten 2 Skillstufen ist bei allen Rohstoffen, dass du die mit der Hand abpflückst und beim dritten brauchst du dann das entsprechende Werkzeug. Okay. Übrigens, die Gartenschere kannst du auch für Kokain, Marihuana. Und Cannabis benutzen. Ich meine, den passenden Gangster-Hut habe ich ja schon.
Ja, du musst den nachher unten da, wo deine Uhr normalerweise ist, reinziehen. Den Hut. Dickes Spee, oben an der Spree. Im Sommer tust du tot und im Winter tut's weh. Draußen ist kalt, es friert mir am Zeh. Eisbär, blubber mal. Blubber. Mein Eisbär kann super gut blubbern. Kann ich gar nicht. An der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Scheiße, Sprit alle. Oh nein. Alles ist vergessen, deine Augen machen bling bling. Nein. Dein Inventar ist voll. Ich hoffe, ich kann jetzt noch was in den... War ein gutes Lied. Kofferraum-Tune. Tu mal mein Snibbelstück. Ja, Mensch. Wo können wir jetzt? Ich muss erstmal Licht anmachen. Erstmal Licht ausmachen. Ey. Night Vision. Ich brauch kein Licht. Na super. Sollte mir mal einen Wegpunkt setzen. Ohrstöpsel einstecken. Dann hört man mein Radio besser. Hoch auf dem gelben Wagen. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up. That's good. Oh ja. Who's that girl? Na 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 na. Ja. Sich Lichter. Lenny Kravitz. Was? Nur noch 10.000? Ich will echt noch zur Bank, dun, 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 um die scheiß Lizenz lösen zu können. Wow. Romy hat morgen Mittag Zeit? Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie lange ich penne erstmal. Ich bin jetzt auch schon über 36 Stunden wach. What? Ja, ich habe nicht wirklich ein Auge zugemacht seit gestern von der Arbeit.
Ja, weil morgen Mittag sind ja mehrere Leute online, dann könnte man vielleicht mal ein bisschen Roleplay versuchen. Gehe ich zumindest von aus. Hoffentlich auch mal ein paar Cops. Und hoffentlich wieder der Marcel, der uns dann wieder viermal kontrolliert. Irgendwie mag der Typ mich. Immer kontrolliert er nur mich. Miau. Du musst mal tanken. Ja. Du. Woher weißt du das? Weil ich deinen Stream gucke. Bist du immer noch da? Ja, sicher. Oh, wir essen hier beim Verarbeiter. Hallo. Na, Herr Bär, wie ist es denn? Na, Herr Nico, mir geht's gut. Bin auch schon fertig. Kannst ja mal warten. Ja, geh Äpfel fahren. Fuck you, Golf. Ernst? Jo, bis später. Jo, haust du rein. Zurück in die Stadt. Zurück in die Stadt. Damit das gut klappt. Und dann did it lach. I'm a Scott man. Skibidabadabdibdibdibdibum. Genau das. Oh ja. Leonard Nimoy ist gestorben. Jo.